Hallo Leute und willkommen zurück auf unserem Weg zum Krankenhaus in The Last of Us Part 2. Wir sind im Kleinen hier unterwegs und ja, müssen zu diesem Gebäude hier erstmal und ab da übernimmt er dann, denn er kennt eine Abkürzung. Wir müssen uns beeilen, denn seine Freundin ist schwer verletzt am Arm, der muss abgetrennt werden und ja, dafür haben wir eine Liste bekommen von unserer Freundin wiederum mit dem nötigen Zeug, um das durchzuziehen. So, da hinten geht's auch noch rein. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Friseurladen. Sehr gut. Das eine oder andere finden wir halt doch immer. Und noch eine Münze. Sehr stark. Nevada. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hier hoch? Einfach hier? Geht das? Ja. Ja, was? Mal sehen, ob wir auf dieses Gebäude kommen. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Skars? Seraphiten. Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Gestern ging's ja auch. Ja, aber wir haben dich gejagt. Die jagen uns alle. Geht es da noch höher? Ach, hier kann ich raus, oder? Achtung, das Glas. Ja, wie sie sich immer Sorgen macht um ihn. Oh Mann. Springen. Wo ist das Gebäude da? Ja, müssen wir wohl darüber. Ja, müssen wir gehen. Auf geht's! Ja. Oh, Mist. Bist du okay? Alles gut. Ist hier los? Nicht anwählen. Wir nähern uns deinem hohen Gebäude. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? 2 Tage. Wo wolltet ihr hin? Keine Ahnung. Einfach... weg. Weg. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Punkrock? Ich habe das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl. Pillen haben wir, das ist gut. Und dann direkt mal loslegen mit
Oh, das ist ein Safe. Okay. Oh, müssen wir doch noch das Briefchen von gerade lesen. Probieren. Kann hier nichts gehen. Okay. So, zeig mal. Briefwechsel zwischen Nachbarn. Genau, das war der gerade von hier. Und das Mädchen nebenan. Wir sind Sam und James. Wir wohnen in Nummer 302. Wir wussten nicht, dass noch jemand außer uns hier ist. Wir sind in Ordnung, ehrlich. Wir lassen für dich etwas frisch Gebackenes da, Sam. Danke für das Maisbrot. Meine Mutter hat gesagt, ich soll euch diese Flasche Wodka geben. Ich hoffe, er ist gut. Warum seid ihr nicht mit allen anderen im Bus weggefahren? Ich heiße Julia. Meine Mutter heißt Heidi. Julia. Wo hast du diesen Wodka her? Der ist super. Wir sind noch hier, weil wir ein paar Horrorgeschichten über die Übergangswohnungen gehört haben. Die Leute sind auf sich allein gestellt, rauben sich gegenseitig aus und es gibt Mord und Totschlag. Wir wollten es lieber hier versuchen. Sag uns Bescheid, wenn du oder deine Mutter irgendetwas braucht, Sam. Danke nochmal. Ich werde versuchen, noch mehr Maisbrot und Backmischungen zu finden. Das war die Wende. Nett von euch, dass ihr mir Hilfe mit meiner Mutter angeboten habt. Ich kann wirklich Unterstützung brauchen. Ich gehe jetzt auf Sammeltour. Heute Abend bin ich wieder da. Klopft einfach. Julia. Scars haben James gesehen, als er auf dem Dach gekocht hat. Sie haben ihn erschossen. Ich habe zwei erledigt, aber einer ist entkommen. Ich schließe unsere Tür nicht ab und lasse ein paar Vorräte in unserem Safe. Die Kombination ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Nimm dir alles und verschwinde von hier, Sam. Sam. So. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Ich werde unsere Tür verbarrikadieren und das Beste hoffen. Eure Sachen sind immer noch im Safe. Ich kann nicht gut zielen. Wenn sie hier reinkommen, werden wir uns einfach ergeben. Julia. Okay, Kombination aus beiden Zimmernummern. Die Kombination ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Also. So, 302. Und dann müsste er außen an der Tür die Wohnungsnummer von der Hütte hier sein. Oh, warte mal, was haben wir hier? Da wären die Nummern irgendwie. Was haben wir denn hier für eine Nummer? Geht das außen? 302? 301. Moment. Und das Mädchen nebenan. Okay. 302, 301. Falsch. Ich dachte, das war's. 302, 301, das muss doch stimmen. Nein! Jetzt geht's nochmal hin. Und das Mädchen nebenan. Wir sind Sam und James. Wir wohnen in Nummer 302. Was stimmt denn jetzt hier nicht? Gegenüber, nebenan.
Kennedy. Aber die heißt doch... Ja, nebenan. Hier ist ja quasi gegenüber. Also wird es wohl dann diese Wohnungsnummer sein, aber... Aber die hieß doch Heidi, ihre Mutter. Wieso steht dann da Jay? Probieren wir es aus. 302, 304. Ja, okay. Sehr schön. Oh, ist ein Buch drin? Die letzte Kampfkunst oder was? Cool. Gucken wir uns gleich mal an. Oh, es gibt halt noch eine. Ist das krass. Impuls. Okay. Munition ist alles voll. Okay, jetzt schauen wir aber gleich mal hier noch schnell mit den Pillen. Was haben wir denn hier noch? Atem anhalten. Rauschmodus Reichweite, verbesserte Gesundheit. Schnelle Bewegung in Bauchlage. Naja. Jagdpistolenmunition anfertigen. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb eines kurzen Zeitfensters dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Fertige effektivere Medikits an. Das ist doch vielleicht auch nicht schlecht. Klingt mir jetzt noch mit am besten. Und dann machen wir mal die zwei. Die erhalten Überlebenstraining. So. Also, alles klar bei dir? Gehen wir weiter. Möchte irgendwo noch rein? Nö, ist alles verwachsen hier. Hier geht auf jeden Fall mal nix. Ja, auch nicht. Okay. Ach du Scheiße, nach unten wollen wir eh nicht. Wir wollen hoch. Gibt es nichts? Ja. Zumindest nichts, was wir schon hätten, nicht schon hätten. Eigentlich müssen wir hier gleich runterspringen. Mehr wieder. Läuft jetzt nicht mehr weg hier oder was? Hm. Da mache ich doch aber mega auf mich aufmerksam, wenn ich jetzt hier durchspringe. Nicht da mit dem Pfeil durchschießen? Oh fuck. Oh.
ein Dicker dabei. Scheiße. Okay. Bist du okay? Ja. Ecke. Wie viele Seraphiten hast du getötet? Wieso? Alle. Na, keine Ahnung. Sehr gut. Nichts mehr mitnehmen hier. Nicht noch was anfertigen? Komm ich da rüber, ja, ne? Das Wasser fließt hier extrem schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Na, kommst du? Shit, sind die schon wieder los. Verdammt nochmal. Wer ist das? Keine Ahnung. Ist er kein Wolf? Es gibt tausende von uns. Kennst du jeden Scar? Hör auf, uns Scars zu nennen. Klar. Hier ist wieder eine Werkbank. Gucken, ob wir vielleicht ein Zielfernrohr für die, die Armbrust bekommen. Ah, sieht fast so aus, oder? Ja. Auf damit. Okay, sehr gut. So, wo geht's weiter? Da oben, ne? Okay, er geht vorweg. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, das Gebäude führt uns zum Gebäude nebenan. Kennt sich aus.
Hier auf jeden Fall auch noch runter. Okay. Hier gegenüber. Was? Oder was? Du weißt, dass ich das nicht kann, oder? Man kann auch außen rum, wenn du nicht willst. Nein, ich will nicht. Müssen wir denn noch? Du wirst das schon schaffen. Viel, oder? Ja. Angeber! Was für ein Spinner? Das ist nicht schwer. Aha. Ich lese lieber ein bisschen. Weitergeben. Die Ältesten haben in einen Waffenstillstand mit den Wolves eingewilligt. Sie werden sich von unserer Insel fernhalten und keine Seraphiten angreifen, die durch ihre Außengebiete ziehen. Um diesen Frieden zu erhalten, müssen wir alle zusammenarbeiten. Unsere Ziele bleiben die gleichen. Dies ist nur ein anderer Weg, um sie zu erreichen. Waffenstillstand, ja. Alles klar, Mann. Hat gut geklappt. Sehr. Hier lang. Warum haben wir das nie entdeckt? Wolves gucken nie hoch. Was soll das heißen? Es heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Vielleicht solltest du nicht mehr wir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Guck dir das an. Was? Es ist Lily! Du hättest wegbleiben sollen, Lily! Ach, komm von da. Noch einer, oder? So, wo kommt der jetzt? Sie haben ein Gewehr! Dort links! Hä? Wo? Ach, da sitzt er! Vier waren's? Okay. Okay. Ja. Lass mich helfen. Ich schaff's schon. Hast du gehört, wie sie mich nennen? Ja. Willst du mich was drüber fragen? Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Okay.
Ja, ich komme ja schon. Ich will mich nur ein bisschen umgucken. Nimm mir noch was Nützliches hier. Hey, wo geht's lang? Da oder was? Oh, geht's noch höher. Das gebaut? Seraphiten. Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa fantastisch. Super. Beschütze sie. Ich frage mich, ob eure Prophetin geahnt hat, was sie lostritt. Sie hat Dutzende gerettet. Auf unerklärliche Weise. Sie hat Trucks gesprengt und Soldaten getötet. Nicht gerade unerklärlich. Kennst du ihre Schriften? Hab drin geblättert. Sie können dir helfen. Klar. So, was haben wir denn da alles? Einstecken hier. Ganze Krempel. Ja, okay. Wenn hier noch. Ratslager hier. Oh. Okay. Mal schon wieder bauen? Ich glaube nicht, oder? Schauen wir mal vorsichtshalber nach. 26, was machst du da? X. Passt schon. Ich gehe diesmal zuerst. Noch höher. Ernsthaft? Wo müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen... Oh, shit. Mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Ja. Na klar. Also drei Stück habe ich auf jeden Fall gesehen. Oh, da oben ist noch einer. Oh, jetzt kommen sie alle. Na komm. Von uns. Das
ist ein großer hier. Ah, shit. Aktionsmusik bleibt, also bleiben auch noch Gegner. Auch wo muss ich hin? Ah, hier geht's noch höher. Welcher Einfluss. Da habe ich einfach immer noch weiter und noch weiter hoch. Kommst jetzt du her? Na gut. So, müssen wir da rüber oder was? Ich glaube ja, hä? Lass hoch. Schauen wir mal ganz kurz hier durch. Ein Waffencheck. Ja, passt eigentlich. Ist ganz gut. Okay. Tauschen, passt. Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Was? Mit? Das ist voll. Ich muss schon wieder was herstellen. So ein bisschen was verballert hier, ne? Okay. Ist das ein Aufzug? Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Was? Stärke. Bin hier einfach mitten in den Wolken jetzt. Was ist das denn? Mit ihrer Höhenangst natürlich ideal. Ist das von der Prophetin? Ja. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten.
Wie praktisch. Na was? Nee. Da liegt was, oder? Ach, ist nur ein Stein. Scheiße, ist das hoch. Ist nicht nur ein Stein. Eingepackt. No. Natürlich noch eine Treppe. Nicht hier oben. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Bev, komm mir nach. Fuck. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lebst doch. Tu ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Oh mein Gott. Guck einfach nicht nach unten. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Oh mein Gott, Lev. Jetzt? Ja. Ihr habt verkrampft gewürgt. Geh einfach! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße, Lev. Alles wird gut. Sieh mich an. Ach, du Scheiße, ey. Was? Ach, hoch? Ach nee, oder? Fast geschafft. Scheiße. Hey, da! Man kann das Krankenhaus. Ja, juhu. Oh fuck! Oh fuck! Guck zu mir! Ich kann das nicht, Lev! Ich kann das nicht! Doch, du kannst! Nein! Was ist denn jetzt? Hallo? Ich kann das nicht, dann springt sie einfach? Was ist denn das für eine Herangehensweise? Hä, was habe ich denn falsch gemacht? Vielleicht war ich einfach zu schnell. Okay, fast geschafft. Du schaffst das. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte.
Okay. 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 Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude, aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Das sieht halt schon cool aus hier. Schwimmbad? Gehen wir einmal außen rum. Gehen wir ein bisschen hier durch die Tür. Finden wir hier noch was? Diese runtergekracht. So, und hier geht's weiter. Und zwar in der nächsten Folge. Ihr ahnt es, wir sind schon wieder bei über 40 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf die nächste Runde. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ich bin raus. Ciao.